Oh, kein Wunder, dass du es geschafft hast, alle ganz allein zu retten hier unten. Du bist unglaublich stark. Ich gebe dir diese DM. Dankeschön. Das ist viel zu nett. Dankeschön, Dankeschön. Und lass mich deine Pokémon heilen. Vielen Dank. Ich denke aber, du bist in Gefahr. Was? Was meinst du? Ich denke nicht, dass die Erdbeben, die alles beschädigt haben und zu dem Einsturz geführt haben, Zufälle waren. Ich verstehe nicht. Warum würde jemand mich oder diese Mine verletzen wollen? Okay. Wir haben hunderte Angestellte. Okay. Und unsere Profite gehen alle zurück nach Emberforge City. Ich habe keine Feinde. Das ist eine lange Geschichte, aber ich arbeite für eine Agency und wir versuchen, ein paar Leute aufzuspüren. Ein paar Leute? Ich habe doch gar nichts getan. Nein, nein, keine Kriminellen. Wir versuchen, die Individuen zu finden, die sich Soulkeeper nennen. Wir glauben, dass sie in Gefahr sind, und zwar wegen den Erbstücken, die sie haben. So wie das, was du mir vorhin gezeigt hast. Man kennt sie als Soulstones, und ich glaube, du bist vielleicht ein Soulkeeper. Okay, wenn du mit mir zurück in Sicherheit kommst, dann kann ich dir alles erzählen. In Sicherheit? Zu spät. Das war's mit Sicherheit. Was zur Hölle? Wer seid ihr? Wir bringen Vernichtung. Jetzt gib uns deinen Anhänger. Oh nein, das gehört meiner Familie. Ich werde es nicht so einfach hergeben. Stalobo hat er vorher noch nicht. Warum denkt ihr Sterblichen immer, eure Pokémon könnten unsere Schattenmagie aufhalten? Wir haben dir schon gesagt, dass wir nehmen, was wir wollen. Und du hast uns direkt zum Soulkeeper geführt. Gern geschehen. Du machst unseren Job viel einfacher. Fies. Jetzt, Soulkeeper, kooperierst du mit uns oder müssen wir dich zwingen? Zwingen. Sehr gute Entscheidung. Wie du wünschst. Oh, was? Was habt ihr mit ihnen gemacht? Habt ihr sie mit einem Schlag besiegt? Schattenmagie. Wir haben auch deinen Soulstone genommen, falls du noch nicht bemerkt hast. Was sind das für Kreaturen? Wir waren schon zu lange hier, Bruder. Und der andere Sterbliche ist eine Variable, mit der der Meister nicht gerechnet hat. Wir können unseren Sieg hier nicht riskieren. Okay. Gegen denjenigen, die bereits ein legendäres vom Meister besiegt hat. Wir müssen zum Meister zurückkehren. Was zur Hölle passiert? Warum leben wir noch? Was haben Sie mit meinen Pokémon gemacht? Von was haben Sie geredet? Antworte mir. Du hast mir gesagt, dass ich in Gefahr bin. Haben Sie darüber geredet? Hast du darüber geredet? Nun, ja. Wir haben Glück, dass Sie dich nicht verletzt haben und nur deinen Soulstone genommen haben. Nun, dann können Sie ihn haben. Diese Schattenkreaturen haben meine Pokémon gewone-hittet. Sie sind mächtig, aber man kann sie aufhalten. Jetzt müssen wir aber die Befürchtung haben, dass sie eine größere Rolle in einem viel größeren Konflikt spielen. Es ist nur ein Anhänger. Was ist denn daran so besonders? Es ist nur ein sentimentaler Wert. Aua, Kios, was jetzt? Terrakion. Okay. Soulkeeper. Wo ist der Schattenrat hin? Möchtest du das haben? Warum ist da? Okay, anscheinend ist das sein Pokémon. Shaymin hat gesagt, dass ich dich suchen sollte. Sterbliche, ich habe euch etwas gefragt. Tut mir leid, Mr. Terrakion. Okay, ja, gute Ansprache. Die Schattenkreaturen haben uns angegriffen und meinen Anhänger gestohlen. Und dann sind sie verschwunden. Warum haben wir die Soulstones überhaupt Leuten wie euch gegeben? Wie kann ich an jemand wie dich gebunden sein? Du verdienst den Titel Soulkeeper nicht. Oh, fies. Dass unser Band über Generationen hinweg besteht, macht mich wütend. Brandon, warum hast du deine Aufgabe nicht erfüllt? Brandon? Wie kennst du den Namen meines Verwandten? Ich werde den Soulstone selbst holen. Versucht euch nicht umbringen zu lassen. Er ist einfach wegteleportiert, alles klar. Was ist gerade passiert? Das ist nicht gut. Sie haben den Quartz Soulstone. Nun, ich bin niemand, der sich gegen legendäre Pokémon auflehnt. Also sollten wir tun, was es sagt. Und was ist das? Nicht zu sterben.
Du musst von hier verschwinden. Triff mich am Pokémon Center in Ember Forge. Okay. Oh, jetzt hier auch noch. Miri, ich bin froh, dass ich dich eingeholt habe. Ich habe gesehen, dass ihr diese Schattenkreaturen-Typen bekämpft habt. Und bin hier so schnell wie möglich runtergekommen. Aber es scheint, als wäre ich zu spät. Das war knapp, Ria. Viel zu knapp. Pierre ist außer sich. Hat die Agency einen Plan? Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass wir ins Ember Forge Pokémon Center so schnell wie möglich zurückgehen sollen. Verstanden. Okay. Ja, ja, ich mache hier alles fertig. Gibt es hier Geschenke? Items? Nein. Schade. Oh, Tina hat einmal Trinkwasser gekauft. Sehr gut, machen wir. Definitiv. So, da wollte ich nicht hin. Ich wollte zum Fluchtseil. Wo ist mein Fluchtseil? Ganz oben wahrscheinlich, oder? Habe ich es übersehen? Ja, ich habe es übersehen. Da unten. Fast. Ja, raus hier. Nun. Das lief jetzt nicht so optimal, würde ich behaupten. Hi. Ich gehe im Pokémon heilen. Du hast uns ziemlich fertig gemacht. Pierre, das war nicht nett. Das war gar nicht nett. Hi. Miri, hättest du noch länger brauchen können? Ich warte schon ewig, dass du hierher kommst. Was passiert? Ist meine Familie auch in Gefahr? Ich habe so viele Fragen. Wir haben nicht viel Zeit. Meine Kollegen werden bald hier sein. Du musst mir vertrauen und alles tun, was ich sage. Hör mir zu. Du bist nicht sicher, wenn du mit Agent Spencer mitgehst. Okay, du musst darauf beharren, dass du nur mit mir zusammenarbeitest. Verstehst du das? Okay, Miri, das werde ich. Rhea, sie sind hier. Ja, der ist sehr... Irgendwas stimmt da nicht. Mr. Pierre Carlton? Wer fragt das? Das ist mein Kollege, Spencer. Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen treffen. Ich denke, Miri hat schon alles erklärt. Ja, habe ich. Natürlich. Tut mir leid, dass diese Angreifer mit ihrem Anhänger weg sind. Ja, das stimmt. Wissen Sie, wie wichtig das für meine Familie war? Wir versuchen das immer noch rauszufinden, aber es ist wirklich ungut, dass sie das in ihre Hände gefallen ist. Wir müssen vorsichtig sein. Okay. Spencer, müssen wir anfangen, Ember Forge gegen einen weiteren Pokémon-Angriff zu sichern, so wie Stonecrest? Wir glauben nicht, dass das passieren wird. Okay. Wir glauben, letztes Mal wollten sie die Soulstones, um ihre Macht zu stärken vor einem zweiten Angriff. Pierre, wir würden sie gerne in Sicherheit bringen. Spencer, ich wusste, dass du das vorschlägst. Ich habe aber einen anderen Vorschlag. Er kann sich selbst gegen diese Schattenkreaturen schützen. Er ist der Präsident der Emberforge-Mine. Okay, er hat wahrscheinlich mehr Ressourcen zum Schutz als wir. Ich habe auch meine eigenen Pokémon. Also weiß ich, was ich zu erwarten habe. Außerdem haben sie bereits den Anhänger. Wenn diese Schattenkreaturen ihn töten wollten, dann hätten sie schon längst getan. Und das gleiche gilt für Emil. Sie hätten es sicher gewollt, aber die Gefahr ist jetzt erstmal vorbei. Spencer, Miri hat recht. Cerus und sein Lakaien wollen die Soulstones. Sie wollen nichts mit den Soulkeepern. Wenn sie wichtig wären, dann hätten sie die beiden entführt. Ja, dein Plan ist also, dass Cerus aus seinem Versteck kommt. Okay. Ist das kompliziert? Agent Rhea, sie dürfen dazu nichts sagen. Nein, was auch immer. Das ist zwar sehr fragwürdig, aber die Logik macht Sinn. Ja, finde ich auch. Ich finde, ich bin sehr logisch. Ich bin immer sehr logisch. So, wir können aber ein bisschen Sicherheitskräfte dahin bestellen, dass sie auf Pierre aufpassen für etwas extra Schutz. Sollte er auch erstmal in seinem Haus bleiben. Miri, wir kontaktieren dich mit
Mit weiteren Details, wenn wir wissen, wo es als nächstes hingeht. Verstanden. Außerdem, Agent Miri, gebe ich dir Sicherheitsstufe 2. Yay! Mein Level-Team darf jetzt bis auf Level 55. Okay. Sehr gut. Und ich gebe dir dieses Item dafür, dass du den Job gut gemacht hast. Dankeschön. Ah. Cool. Kriege ich eher Eier aus der Pension. Okay, Miri. Ich habe deinen Plan mitgespielt. Jetzt sag mir, warum kann ich deinen eigenen Kollegen nicht vertrauen? Lass mich dir sagen, dass ich es einfach nicht mag, wie mein Arbeitgeber vorgeht. Nun, das erklärt, warum du nichts über Terrakion erzählt hast, oder? Richtig. Also, wenn das, was du sagst, richtig ist, dann wären diese Leute, da waren diese Leute nur an meinem Familienerbstück interessiert. Da musst du nach Windvale City gehen. Ich habe eine Cousine, Sienna, die ein ähnliches Familienerbstück hat. Sie ist die Priesterin. Sie ist dort die Priesterin, okay. Gut. Oh, sie hat sich selbst isoliert, um nach Erleuchtung zu suchen vor vielen Jahren. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen, denn sie wollte ihre Familie nicht sehen. Sie wird sicher eine Ausnahme machen. Denn sie weiß ja nicht, dass diese Schattenkreaturen hinterher sind. Du musst östlich auf Route 104 gehen, bis du. Okay, bist du an der. Ja. Okay. Gut, 104, 105 und dann in die nächste Stadt. Gut, ich sag Bescheid, dass du kommen wirst. Ich werde meine Pokémon jetzt trainieren, damit ich in Zukunft gegen die Schattenkreaturen kämpfen kann. Sehr schön. Alles klar. Hört sich gut an. 104. Wie komme ich auf Route 104? Ich wollte nicht speichern, aber auch gut. So, ich bin jetzt hier. Da muss es hier unten irgendwo weitergehen. Schauen wir mal. Hier nicht. Ich habe keine Ahnung. Wo geht es weiter? Ach, hier. Ah, hier sind wir vorhin nicht durchgekommen, nicht wahr? Hm, die haben Bärenfarm. Wie schön. Bären sind nett. Wildes Pokémon. War ich hier auf der Route schon? Naja, ich war hier schon. Glaube ich. Vielleicht war ich auch nur auf einer Route, die sehr ähnlich aussieht. Man weiß es nicht. Hi! Oh, ist das ein feines Pokémon. Sehr schön. Hallo Trainer, ich studiere die... Oh nein, die Feldeffekte. Wie schön. Ah. Das ist ja gut. Hm, für Feldeffekte. Ich liebe Feldeffekte. Alles klar. Mhm. Haben sie da ein Bier stehen? Immer gut zur Forschung. Ah, die stehen hier das Wetter. Alles klar. Und Sonnentag habe ich bekommen. Sehr nett. Ah, ihr werdet gut bezahlt. Das ist doch schön. Ja, ja, wir haben dich gefunden. Hi, ich wollte mit dir reden, aber irgendwie komme ich an dem Schrank nicht vorbei. Mhm, mhm, mhm. Ja, natürlich, welches Pokémon auch sonst, wenn es um Wetter geht. Was? Ich wollte das nicht haben. Ja, ich kümmere mich darum. Ich wollte es zwar nicht haben, aber ich werde gut drauf aufpassen. Ganz bestimmt, ganz... Ja, gebt mir eure Pokémon, ich passe gut drauf auf. Auf meiner Box. Oh, die zwei sehen aus, als würden sie kämpfen wollen. Aber zuerst will ich das hier kämpfen. Nein, danke. Guten Tag. Ah, wir besuchen die Bärenfarm. Anscheinend schon. Wusste ich nicht, aber gut. Da stehen zwei Kühe. Nicht so gut, aber kriegen wir bestimmt hin. Ja, Schaden könnte besser sein.
Body Slam. Das ist nicht gut. Könnte mein Pokémon vielleicht treffen? Ja, ja, das ist auch eine fantastische Idee. Vielen Dank dafür. Treffen ist immer gut. Paralysieren ist nicht gut. Ich hoffe, wir kommen trotzdem durch. Oh nein, ah, ich. Gut, es hat funktioniert. Ich bin durchgekommen. Und ich habe so knapp überlebt. Das ist beeindruckend. Ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Das war nicht schlecht. Warum ist diese Route so riesig? Ich möchte nicht, dass die Route so groß ist. Ich hasse so große Routen. Die haben hier nur so riesen Routen. Die ganze Zeit. Das überfordert mich, weil ich will immer alles sehen. Aber gleichzeitig habe ich auch keine Lust, 100 Jahre auf einer Route zu verbringen. Versteht ihr das Problem? Es ist fies. Oh, guck mal. Das ist ein Balui in dem Mystery Dungeon, das wir im Moment ja auch spielen. Sehr cool. Mystery Dungeon gibt es übrigens nächste Woche wieder, falls ihr euch fragt. Das neue, das Explorers of Spirits. Das neue, das Fangame halt. Ich freue mich schon, das ist nämlich sehr fein. Nur schade, dass mein Pokémon hier vor allem physisch angreift. Durch seine Fähigkeit. Macht das halt kein Dankeschön. Ich hatte mich gefreut, dass mein Angriff gestiegen ist und dann kommst du. Wild, dass er einfach eine Entwicklungsreihe hat, ne? So. Zweimal gekämpft und schon sieht mein Team so aus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja gut, es ist immer noch besser als eine Wüste. Das stimmt allerdings. Vor allem eine Wüste, in der man von Dicta festgehalten wird, wie in XY. Und du plötzlich in einer Ecke dich verbuggt hast, weil du da ständig was Neues spawnt und dich nicht mehr rauslässt. Ja, ja, schöne Erinnerung. An eine der schlimmsten Routen aller Zeiten. Was sind das für Mini-Bäume? Ah. Oh. Ah. Schöne Pokémon hier. Ach, komm mal her. Dich können wir doch zum Leveln benutzen. Das ist doch praktisch. Sehr schön. Da ist noch ein Trainer. Und ein Pokémon. Auch noch. Okay. Dich können wir auch zum Leveln benutzen. Überraschenderweise. Oder auch nicht. Ah, nee. Ach, es hat nur Quick Guard eingesetzt. Ich dachte, das wäre Schutzschild. Aber gut. Das ist natürlich fein. Kriegen wir das kleine Pferd besiegt? Oh nein, nee. Das ist auch Level 37. Jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen wir es besiegen. Jetzt hat es mich gefangen genommen. In seinem Feuerwirbel. Warum ist meine Attacke daneben gegangen? Du machst gerade keinen guten Job, mein liebes Pokémon. Die ganze Zeit zurückschrecken und daneben gehen, das ist nicht cool. Das muss nicht sein. Also, das hatte ich mir besser vorgestellt. Nun. Level up. Ja, toll. 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 Jetzt ist mein Elektro-Pokémon down. Jetzt, wo ein Wasser-Pokémon kommt. Warum ist das eigentlich nicht entwickelt? Das könnte schon voll entwickelt sein. Was ist los mit dir? Hast du dein Pokémon? Dodo. Okay. Tut mir leid, Daki. Tut mir leid. Das war nicht meine Schuld, das war deine Schuld. Weil das war äußerst inkompetent, nicht zu treffen und zurückzuschrecken die ganze Zeit. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Tut mir leid. Es war nicht meine Schuld, ja? An dieser Stelle mal ausnahmsweise nicht. Oh, warte, das kriegst du doch besiegt hier. Oh! Ich fühle mich nicht so gut. Oh nein, es passiert schon wieder. Oh nein. Erinnerung, komm zurück. Der Architekt, oh, da ist der Architekt, von dem die ganze Zeit schon geredet wurde. Meine Freunde, ich verstehe, wie schwerwiegend das ist, was ich von euch verlange. Aber es gibt niemanden sonst, dem ich das anvertrauen kann. Bist du verrückt geworden? Das ist eine Selbstmordmission.
Verzweifelte Zeiten verlangen für verzweifelte Aktion. Jeder Moment, in dem wir nichts tun, kommt uns die Agency näher. Wir müssen sie an der Kehle packen und ihre Technologie sabotieren. Okay. Wir brauchen einen Plan. Wie sollen wir denn überhaupt bei ihnen eindringen? Das ist unfassbar gefährlich. Schon viele Leben von Rebellen sind so verloren gegangen. Sie sind unsere Freunde und Familie. Jetzt, da die Agency unsere Waren entführt hat. Wir können sie nicht wie Meerschweinchen opfern. Nein, das können wir nicht. Deshalb frage ich euch drei. Denn nur ihr drei könnt das tun. Das ist doch Mist. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es nicht. Glaubt ihr, ich würde euch das um das bitten, wenn es einen anderen Weg gäbe? Wenn ihr das nicht tut, dann werden wir verlieren. Die Revolution wird einfach ins Nichts verlaufen, wie eine Flamme, die in der Nacht ausgepustet wird. Alles, wofür wir einstehen, und alle Leute werden einfach versklavt werden und ihre Freiheit wird ihnen weggenommen. Okay, was geht da vor? Das ist für unsere Leute, unsere Zukunft. Für alles. Ich werde es tun. Miri, bist du verrückt? Ja, Miri ist definitiv verrückt. Nein, wir müssen das tun. Wir müssen es versuchen. Freiheit, Unabhängigkeit, Stärke. Danke, Miri. Es gibt eine kleine Chance, dass wir das tun und ihr dabei nicht sterbt. Ich werde das Miri nicht allein machen lassen. Ich auch nicht. Gut, wir machen mit. Oh nein, wieder eine Erinnerung. Wer war ich? Diese Stimmen hörten sich an wie Rhea und ich und dann war da diese blonde Frau. Wer ist sie und wer war der andere Typ? Das war nicht derselbe Typ wie in der letzten Erinnerung. Nun,